Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, also du sagst Grün und Rot halt mehr. Normal müsste Jetzt gucken wir, dass die nicht so oft getroffen wird. Am besten gar nicht. Dann reicht nämlich zwei Grüne und bei dem Typ dann Grün-Rot. Wenn deine Theorie stimmt. Normalerweise müsste ich Grün-Rot mehr heilen. Ja, der ist halt einfach flinker. Gut. Da oben Schnappladen. Ja, ich weiß. Scheiße, die wurde auch getroffen. Ah. Halt. So. Oh Mann. Ah, perfekt. Ah, ist schon nachgeladen. Nein. Hey, das ist nicht euer. Dumme Hey, wie soll ich denn das machen, Alter? Nee, jetzt mal ganz ehrlich. So wie vorhin. Ich stell gleich auf leicht und spiele das Spiel nochmal durch, Alter, ganz ehrlich. Von vorne. Ja, Mann, das kotzt mich gerade mega an. Resident Zero. Wie soll ich denn das machen? Abknallen. Ja, aber dann danach, es geht ja, das Spiel geht ja weiter. Es ist ja nicht so, dass es dann vorbei ist. Tja, ich glaube, ich war, wo ich damals da war, war ich auch in so einer ähnlichen Situation. Weil ich bin auch einfach nur durchgerannt, die ganzen Affen haben. Aber ich glaube, bei mir waren die nicht direkt vor der Tür, sondern die waren echt vorne. Ja, das ist halt echt ein Problemchen. Ja. Kann ich denn nicht? Aber eine Granate? Ich glaube nicht, dass du hier die Schwierigkeit ändern kannst. Oh Mann, Das Alter. kannst du bei Resident Evil normalerweise nicht mitten im Spiel. Shit. Wir haben keine Granaten. Eine Granate wird sich auch selber in die Luft jagen. Wir haben doch da noch das Grüne drin. Ja, das ist schon nur diese Chemikalie. Ja, aber die können wir doch verwenden. Das ist doch grünes Kraut. Nein. Sicher. Really? Eine grüne Chemikalie. Soll ich mal verwenden? Wir können mal verwenden. Und jetzt? Keine Ahnung. Warst du gerade kritisch oder warst du auch auf Warnung? War auf Warnung. Ich habe keine Ahnung. Tja. Braucht man die noch? Ich weiß es nicht. Ich Ich starte weiß es das echt Spiel nicht. nochmal neu, Alter. Let's split up. Okay. Let's regroup. Roger. Ich starte lieber nochmal neu, Alter. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen am besten. Ich habe keine ich Ahnung. Ich weiß nicht mal, was es bringt. Ich auch nicht. Also es sah jetzt aus, als hätte es mir gar nichts gebracht. Um ehrlich zu sein. Tja. Meine Fresse, Alter, das gibt's doch nicht. Ich das gewusst, hätte ich mir das heute erspart. Okay. Einfach alleine durchrennen wird auch nicht klappen, oder? Nee, die blockieren. Wenn der die drei vor dir stehen, die blockieren den Weg, dann kommst du nicht raus. Und selbst wenn du einmal umball auch schon durchrennst, wie kommt dann die andere durch? Sehr schön. Noch. Nein! Muss immer noch nachladen. Macht Oder er ist gerade. gerade echt blöd. Deine lebt noch. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Der lebt nicht. Nee. Der hat getroffen, du hast ja voll in die andere Richtung. Die haben mich kein einziges Mal berührt. Ja, aber du hast ja voll in die andere Richtung gerade gezielt und das hat ihn getroffen. Wurscht. Das ist mir gerade sowas von scheißegal. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Vielleicht hat das Spiel einfach nur gut mit uns gemeint. Geil. Okay. Pass Sehr auf. Schön. Jetzt heilen wir uns komplett hoch. Das würde ja funktionieren, da die uns nicht getroffen haben. Ich hoffe. Ich nochmal speichern gleich. Mache ich gleich nochmal. Weil ich habe ja oben nochmal zwei Munitionskasten gesehen. Zwei Munitionspäckchen in dem Raum da, in dem Steuerungsraum. Wo du gesagt hast, ja, wir müssen ja, da nochmal hin. Da liegt Munition. Genau, das schnapp ich mir dann und dann kill ich mal die Zombies in dem Vorraum hier. Also, jetzt pass mal auf, wie war das? Wir Aber nehmen jetzt mit ihr musst du das auch hier, noch was ne? machen, gell? Wir nehmen jetzt das hier. Gut, gesund. Hä? Ja, die vorher haben uns ja getroffen, also das stimmt schon. Mhm. Aber er wurde auch nicht getroffen, ne? Nein. Hoffentlich wird das auch. Du hast gesagt, rot und Ding halt mehr. Mal schon. Okay. Dann würde ich jetzt mal mit dem hier.
das Rote aufsammeln. Okay. Okay. Tauschen wir aus für das Rote. Kombinieren. Zack. Zack. Austauschen. Zack. Gut. Okay. Alles klar. Es sieht sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr, sehr gut aus. Ja. Komm mal sagen. Zahl okay. Wenig Munition. So gut wie gar keine. Wir nehmen deswegen jetzt sie. Sie kann schießen. Wenn ich das im Computer überlasse, dann habe ich ein Problemchen. Ich speichere jetzt auch nochmal. Mhm. Hab ich die Dinger oder ist der die? Der hat die. Okay. Leute, hat nichts verloren. Ich hatte gerade schon irgendwie das Gefühl, dass es jetzt bald vorbei sein wird. Und Sascha einfach alles hinschmeißt. Okay, das ist sehr, sehr gut. Hier ist einfach nichts mehr los. Geradeaus müssen wir jetzt, gell? Yep. Aber oder nee, speichern, speichern wir das. Und auf einmal steht da ein Riesengegner drin. Ja, was steht da drin? Ein Riesengegner. Ja, das wäre schön. Da wäre ich voll dabei. Okay. Schade. Was heißt das schade, Alter? Ja. Also ich glaube, da muss ich jetzt auf keine Zustimmung warten. Wir speichern jetzt. Aber wir speichern das, weil wir sind in einer guten Ausgangssituation. Ja. Da können wir da nochmal überspeichern. Also. Aber das nächste überspeichern wir dann da. Weil jetzt sieht es gut aus. Genau. Du weißt, der Raum, wo wir davor zuerst rein sind, wo die zwei Insekten da waren. Ja, die müssen wir jetzt vorbeirennen, oder? Da musst du hin. Da ist, glaube ich, ein Schlüssel. Du kannst. Die machen dir. Du zeigst mir jetzt gleich nochmal, wo das ist, okay? Ja, das ist direkt auf dem Weg dann. Jetzt hier links, ne? Genau. Okay. Wenn du den Schlüssel nimmst, dann werden die erst aufmerksam auf dich, soweit ich es noch in Erinnerung habe. Also eigentlich kannst du schnell mal gleich rauskommen. Okay. Gut. Und hier sind noch Spinnen. Ja, aber an denen kann ich ja vorbei rennen. Ach, wie einfach läuft. Boah, Alter. Da? Ja. Aber da sind die Viecher drin, gell? Ja, die greifen dich aber nicht an, die nagen ja an der Leiche darum. Okay, und wo ist da jetzt ein? Da hinten. Genau. Aber ich muss ja berühren. Du kannst außen rumlaufen, andere Seite. Ah. Wenn du den mitnimmst, dann werden sie aufmerksam auf dich. Dann soll der direkt. Pass auf, ich wechsle und drin raus. Kannst du machen. Aber der Typ soll schnell auf nicht Folgen einstellen, weil sonst rennt er dir ewig hinterher. Ja, warte. Kannst du jetzt einfach wechseln? Ja, so. Der läuft gerade wieder zurück. Nee, ich hab. Ich. Ach so. Ich halte den Steuerungsgebühr gedrückt, so. Weißt du? Hä? Warum nimmt der denn nicht auf? Ich muss A drücken. Ich drück A. Vielleicht geht's nicht, während du den. Jetzt. Und jetzt direkt wechseln, ne? Wechseln und raus. Also, wenn das geklappt hat. Alte jetzt auch raus ist, dann lache ich mir aber das Brett. Gott, sind wir coole Typen, Alter. Nice. Geradeaus. Nein! Alter, was schießt die denn schon wieder? Die soll die Munition nicht verschwenden. Hat sie ja dran geschossen. Aber das war gut gemacht. Ja. Das war echt gut. Ja. So. Wo ist sie jetzt? Die ey, ich rasch dir. Aus mit der Alten, ey. Kacke. Ja. Aber ich glaube, dass sie nur einmal getroffen hat. Ich hoffe. Spinnen. Die Spinnen. Die Spinnen. Oder wie sieht's aus? Gesundheitstechnisch bei ihr? Warnung, oh, Mann. Tja, die Spinnen, die drücken halt. Die. Kommt der mir nicht hinterher? Du musst auch folgen. Follow me. Okay. Alles klar. So, hier. Da liegt Money. Die brauchst du auch. Die brauchst du wirklich. Oh, Knarrenmunition. Hier irgendwo liegt auch ein Revolver, wenn ich es richtig weiß. Ja, da unten im Schrank. Ich sehe ihn schon glänzen. Nee, das ist, glaube ich, nicht der Revolver. Das ist die Munition dafür. Ah, okay. Die Magnum. Da wahrscheinlich dann in dem Schrank drin. Brauche ich da den Schlüssel? Ja. Verschlossen. Verwenden. Tatsächlich. War sie da wirklich drin? Da ist ein Koffer drin. Brauche ich ein Zahlenschloss auch noch? Weiß ich nicht. Ja. Uralumin-Koffer. Kannst du nicht einfach so öffnen? Probieren wir es gleich aus. Ein Zahlenschloss. Zahlen. 385. 385. Ich schau mal 385 ein.
Wer macht denn sowas? Da ist die Magnum. Oder? Nein, das ist ein... Ach, das ist Zubehör. Stimmt. Das ist Zubehör. Kann ich auch eine Pistole drauf machen. Kombinieren. Geil. Jetzt hast du auch einen Laserpointer dabei. Mehr Präzision mit dem Zielferro versehen ist. Da den Schwachpunkt des Ziels zu treffen. Okay. Hier also irgendwo muss auch die Magnum rumlegen. Das weiß ich noch. Da das ist die Muni. Muni. Da rechts irgendwo. Ne, das ist ein Steuerelement. Die war die irgendwo, das weiß ich doch noch. Was ist das hier? Die Magnum, ne? Das ist die Munition. Die nehmen dafür. Wir mal mit sich als Hau. Die Magnum hat man hier irgendwo bekommen, das weiß ich. Aber wahrscheinlich nicht in dem Raum, oder? Vielleicht hier auch, ist ja alles leer. Vielleicht auch erst danach, das kann gut sein. Knopf, Mitte, links. Nicht anfassen, ich habe keine Ahnung, was das ist. Einer muss oben bleiben. Echt? Ja. I'll go. Ja. Die Munition müsste ich brauchen. Okay, 7 Schuss. Und die Schrotflinte würde ich vielleicht sogar auch mitnehmen. Mit der alten? Ja. Warum? Was passiert da jetzt? Nichts. Nichts. Was soll da passieren? Keine Ahnung. So Löcher nur alleine da rein. Und das sind so Gitter. Und du, jetzt musst du Knöpfe drücken. Ah, interessant. Oh shit. Möchte ich doch lieber die? Die Pumpe. So. Ich weiß nicht. Ich hab's im Gefühl. Ja, okay, dann vertraue ich mal deinem Gefühl. Okay, dann geben wir ihm das hier. Ja. Schön, ich hab halt... Würde ich die zwei blauen wegmachen? Bringt dir ja so nichts. Warum gibst du jetzt die Knarre? Ja, warte. Ups. Ah, du willst was hinlegen? Also. Ich will was hinlegen. Das wäre auch eine hier. Option. Ablegen. Ablegen. So, jetzt gehe ich austauschen. Munition. Und austauschen. Sehr schön. Gut. Das müsste passen. Ich mein, aber wir nehmen den Typ, weil die ist ja schon bei Warnung. Das kann ich auch machen. Das wäre. Ja. Ich habe ja auch jetzt gerade erst aufs Leben geschaut. Auch mit der Pistole her, ne? Würde ich machen. Ich würde mir auch die Muni komplett geben. Okay, so sieht das doch ganz gut aus, oder? Kann ich mit ihr sogar das blaue Kraut wieder aufnehmen? Kannst du machen. Brauche ich irgendwie Platz im Inventar? Ich glaube, ein, zwei wären nicht schlecht. Du kannst ja die Granatwerfer, Muni. Ja. Auf jeden Fall. Dann muss ich doch die Dinge ablegen. Und die Tinte kannst du auch ablegen. Oder die Tinte. Mhm. Dann legen wir hier nochmal eins ab. Machen hier. Oh Mann, ich verwechsel die Knöpfe immer. Das ist voll zum Kotzen. Ja, also die würde ich auf jeden Fall ablegen. Oder kann ihr geben. Okay, gut. Ich glaube, so passt das. Schon reichen. Auch eine Waffe auswählen vielleicht. Ja. Nehmen wir die Pumpe, oder? Wie du magst. So. Ja, das ist schön hier. Welchen Knopf zuerst? Das ist egal. Glaube ich zumindest. Okay, ich lasse die jetzt mal mit Absicht liegen. Ja. Den Knopf muss ich, glaube ich, drücken. Ah, doch ein anderer. Gut. Da ist irgendwas drin. Ich den Knopf da drücken erst. Gott. Oh, was passiert denn hier? Das oh nein. Hat man ja überhaupt nicht vorhergesehen. Ich glaube, der kommt ja jetzt. Oh Gott, wie viel sind das denn? Zwei, glaube ich. Alter! Ach, das war ja klar. Ey. Der schlitzt. Aber du bist noch gesund, ich mache ja überhaupt keinen Schaden. Oh, jetzt. Nice! Tritt ihn!
Hause weg. Der kommt nicht durch wegen dem. Oh Gott. Alter, wie wenig Schaden macht denn die Kugel? Ich bin immer noch gesund. Ja, ist doch gut. Tschüss. Nice, die sind beide tot. Musik läuft noch. Schön. Ich hab's irgendwie. Hab ich auf schwer damals gestellt bei mir? Kann gar nicht. Du kannst nur Ding spielen. Schlüssel. Anlageschlüssel. Den brauchen. Geil. Sind alle jetzt? Ist da was konnten drin? Die sich nicht unsichtbar machen? Ich glaube, die konnten sich unsichtbar machen. Ach, ich kann gar nicht, ne? Hast keinen Platz, ne? Hat die Platz? Die hat keinen Platz. Nee. Sich die liegen lassen? Irgendwo muss die Magnum-Muni aber rum. Ich glaube, ich lasse die Pistole liegen. Du kannst schon machen, wie du willst. Aber irgendwo muss doch die Magnum rumgelegen haben, das weiß ich. Das war hier. Wir nehmen jetzt mit der das mit. So, okay. Wenn wir die Muni bekommen und die Knarre gleich, das. Austauschen? Das weiß ich. Das kann und nicht austauschen. Anders sein. Das hier. Cool, jetzt kann ich die Knarre gleich wieder mitnehmen. Roger. Was hast du jetzt liegen lassen? Gar nichts. Ich habe aber die Gewehrmunition voll aufgenommen. Ja, die Magnum lag doch hier irgendwo rum. Guck mal, da rechts neben dem Stuhl, also beziehungsweise da vor dem Stuhl. Nein, schon auf der anderen Seite. Jetzt zum Pult, wenn du da in die Ecke gehst, genau. Drück mal da irgendwo. Ne? Das müsste ja blinken. Du müsstest das ja sehen. Und hier blinkt halt nichts mehr. Ich war mir aber sicher, dass die hier irgendwo rumlag. Bin ich echt so blöd? Habe ich denn jetzt noch Platz? Nee, ne? Doch nicht, ne? Ach, auf das blaue Kraut kann ich, glaube ich, scheißen. Ups. Ist ja echt nicht da? Okay. Nee, ich gehe mit dem Tipp vor. Mir irgendwie lieber. Und jetzt? Jetzt gehen wir zurück. Ja, Anlageschlüssel, für was brauchen wir den? Ich überlege auch, welche Türen sind denn abgeschlossen. Kannst du mal, guck doch einfach auf die Karte. Da stehen noch abgeschlossene Türen drauf. Lass mal an den Spinnies vorbei. LOL! Nein. Guck mal, ich die jetzt gerade hinterher steuere, Alter. Muschiadi. Ja, die ballert da wahllos rum. Aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr runter, ne? Nee, normal. Okay. Nö, da haben wir ja. Sollen wir jetzt speichern nochmal? Wir speichern nochmal. Wir gönnen uns. Wir haben genügend von den Teilen. Wir haben genügend. Ich weiß gar nicht, wo. Anlagenschlüssel. Wo waren wir denn noch nicht? Wir waren einmal bei diesem komischen. Bei dieser Sternwarte, weißt du das noch? Mhm. Da konnte man nicht durch. Hab da mal diese Tafeln gebraucht. Ja, genau. Richtig. Und wo waren noch? Haben wir auch noch keine gefunden, ne? Nee, gar nicht. Dann da unten, wo die Affen waren, diese Dinger, da müssen wir auch irgendwas reintun, glaub. Da habe ich auch keinen Plan. Nee, ich habe echt keinen Plan, wo wir jetzt sind. Ich glaube, sind wir so weit wie ich auf der GameCube. Echt? Ja. Oh, geil. Jetzt ist vorbei. Jetzt wissen wir nicht mehr weiter. Jetzt weiß ich, jetzt ist bei mir vorbei. Ach, das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Ja. Müssen wir nur gucken, wo was verschlossen ist. Ja. Hier brauchen wir auch noch ein paar Sachen. Hier ist auch noch eine Tür. Ja, die ist ja verschlossen. Sechs Seelen gefesselt von Ketten des Todes. Einfach sieh die Flammen des Lebens in Geist und okay. Also. Kann ich einfach mit dem Feuerzeug das anzünden? Welches? Die Dinger, diese da in dieser so Art. Die Kälte. Kanister? Ja. Mal verwenden. Tatsächlich? Lol. Ging das bei mir auch? Habe ich das echt vercheckt? Weil ich meine, ich habe es auch probiert. Und bei mir ging es nicht. Oh, das eine ist schon. Oder hast du es gar nicht angemacht? Nee, du hast da hinten angefangen. Da hinten. Ich dachte gerade, es ist ja ausgegangen. Können die wieder ausgehen? Nö, sieht gut aus. Ich glaube, ich stehe noch nicht richtig dran. Gut. Junk. Schönes Geräusch. Ha, die doch, gehen die doch gehen aus. Wieder aus. Hä? Muss ich dann schneller machen oder brauchst du irgendwas anderes?
Also, hä, wie geht das? Stolzen Hörner. Ich glaube, man braucht halt irgendwas, oder? Muss ich in einer bestimmten Reihenfolge anzünden? Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Das große Gehirn, der biestische Hirsch. Mhm. Und der schlägt den Wolf. Beinlose Beute. Die Schlange. Die Schlange, also. Also musst du die... In der richtigen Reihenfolge, glaube ich auch. Ja, aber... Also fängst du dann mit dem Panther oder was ist es an? Weil der hat ja gesagt, er hat die größte Macht der Mächte. Oder gibt es eher so, was du nacheinander anziehst? Ich glaube, das ist, was ich nacheinander... Also das hier. Und was war das mit dem Panther, gell? Ja, aber der Panther ist auch der mächtigste, stand dran. Oder ist es ein Panther? Der erste allermächtigste. Komm. Keiner Wesen. Also das hier. Der steht vor dem Hirsch. Heißt das, dass man den zuerst anzünden muss dann? Ich meine, muss man... Die Reihenfolge egal, aber muss man erst zum Beispiel Wolf, dann Hirsch? Weißt du, dass die erst die Gegenteile... Achso, ich habe keine Ahnung. Was weil der Hirsch ist, glaub ich, schon wieder aus. Der steht über dem Wolf. Ja, der Hirsch... Nee, der Hirsch brennt. Sollen wir kurz warten und gucken, ob es ausgeht? Ich glaube, es geht aus, wenn ich in der falschen Reihenfolge... Ich mache immer der, wo das besiegt. Also dann kommt Schlange. Nein, warte mal. Und Schlange wird von Ding besiegt. Nein. Doch? Ja. Schlange wird ja von vom Adler besiegt. Der Wolf wird vom Pferd besiegt, aber. Genau. Jetzt kommt der Wolf. Der brennt, den hast du ja schon angezündet, deswegen. Genau. Das Pferd. Dann das Pferd und dann der Puma, Panther, was auch immer. Ja. Könnte stimmen. Hat das dann schon wieder. Ja, in welcher Reihenfolge. Dann haben wir alle, oder? Die Frage ist eher, in welcher Reihenfolge man das dann anmachen müsste, wenn das jetzt klappt. Nee, war falsch. Ich glaube nicht, du musst vom größten zum kleinsten. Also, dass du mit. Da muss ich ja mit dem Tiger anfangen. Mit dem Tiger, dann. Das Pferd. Das Pferd, der Wolf, der. Tiger. Das Pferd. Würde ich jetzt mal sagen. Der Wolf. Der Wolf. Ups. Sicher der Wolf. Ja. Weil das Pferd besiegt ja den Wolf. Genau. Dann kommt der Hirsch. Genau. Der Hirsch. Und wer besiegt jetzt den Hirsch? Der Adler besiegt nur die Schlange. Und die Schlange besiegt den? Niemand, oder? Steht drin. Von unten besiegt man den mächtigsten aller Könige. Also besiegt die Schlange den Panther. Hä, lol. Also ist das schon falsch, oder? Ich weiß es nicht. Dann der. Und zum Schluss der. Das ist falsch. Hä? Dann müssen wir es anders angehen. Ist ein Kreislauf. Ich meine, aber er ist der Mächtigste und er wird nur von der Schlange und die Schlange wird nur vom Adler. Wie muss er dann anfangen? Na, dann fängst du bei dem hier an. Ja, aber sagt man es doch gerade eben. Oder? Oder willst du dann gleich zur Schlange? Ich gehe jetzt gleich zur Schlange, weil die Schlange besiegt ihn ja. Mhm. Und dann der Adler. Und dann der Adler. Aber wer besiegt den Adler? Der Adler wird von nichts besiegt, kann das sein? Außer vom Puma halt, theoretisch. Der Wolf doch zuerst. Naja, was haben wir jetzt noch frei? Jetzt ist noch frei... Oder? Der Hirsch Wolf schon noch frei. Der Hirsch... Und das Pferd besiegt den Wolf, ne? Mhm, und der Wolf besiegt den Hirsch. Also jetzt Hirsch. Ne, Pferd, oder? Warum Pferd? Ah ja, genau. Hirsch, Wolf, Pferd. Ja, warum machst du mal so?
super. Hirsch. Wolf. Pferd. Und zum Schluss das Pferd. Nö. Hä? Keine Ahnung, jetzt. Alter. Voll schmierig. Erster Mächtigste von allen. Ich überblicke alles. Kein Wesen entkommt meiner Macht. Kein Wesen. Bein und lautlos schleiche ich mir meine Opfer heran und besiege mit meinem Griff selbst den mächtigsten aller Könige. Ich rage hervor und präsentiere stolz meine Hörner. Frei tanze ich durch die Lüfte und fange beinlose Beute. Ja, klar, dass du die Schlange. Keine List wird der Geschwindigkeit meiner flinken Glieder gerecht. Dank meiner List besiege ich selbst das größte gehörnte Biest. Ja. Guck mal, der Adler wird ja. Wird der Adler vom Hirsch dann besiegt? Wenn wir jetzt in diesem System der weiteren bleiben. Weil der Hirsch an sich und der Adler, der Hirsch sagt ja nur, er steht halt davor. Was hast du jetzt angezündet? Gar nichts bisher. Gar nichts bisher. Und von wem wird der Hirsch besiegt? Der Hirsch wird vom Wolf besiegt. Aber der was, Mama, Hirsch-Wolf. Aber was besiegt der Hirsch? Der Hirsch besiegt. Dann besiegt er gar nichts, aber das ist ja egal, dann fängst du mit dem an. Okay. Also gehen wir von klein nach groß, theoretisch. Dann. Ja, so, wir haben halt von groß nach klein gemacht. Jetzt probieren wir es halt mal andersrum. Das Menü, so. Also Hirsch, Wolf. Wolfi. Verwenden. Dann Pferd. Dann der Horus. Oh. Was besiegt es? Der Tiger besiegt das Pferd. Der Tiger besiegt das Pferd. Und dann die Schlange und dann der Adler. Das klingt logisch. Die Schlange macht den fertig. Genau. Na. Dass er so viel Benzin drin hat, bezweifle ich eigentlich. Ach, naja. Sind wir doch mal froh, dass Vogel, es funktioniert. Der macht die Schlange platt. Normalfall. Nice. Ja. Man muss nur von klein nach groß und nicht von groß nach klein. Together.